Bis auf den letzten Platz war die Kulturhalle Allerheiligen gefüllt. Gab doch Dolores Schmiedinger mit ihrem Kabarettprogramm Im Anfang war das Wort ihre Steiermark-Premiere. Also ich bin überwältigt vom Publikumsbesuch. Wir haben ein ausverkauftes Haus und ich erwarte mir natürlich von der Frau Dolores Schmiedinger ein gutes Kabarett. Aber der Erwin hat sich sofort diesen Laptop gekauft und jetzt sitzt er die ganze Zeit vorm Schirm. Heavenly Legend. ATN. Irene, ich die Waldraut, ja, servus. Du hast natürlich recht gehabt, Irene, ich hab geglaubt, er sucht Anschluss an die vernetzte Gesellschaft. Dabei sucht er Anschluss an die Gesellschaft mit Netzstrümpfen. Eine wesentliche Rolle spielt in Ihrem Programm das Internet. Wie sind Sie auf dieses Thema gekommen und wie haben Sie sich da eingearbeitet? Also wenn man ein bisschen die Themen sammelt, was man ja tut, bevor man ein Programm schreibt, kommt man eigentlich an dem Medium nicht vorbei. Und da sind wir eben auf die Idee gekommen, dass eine Frau den Mann nachspionieren könnte in so einem Chatroom. Und da habe ich mich dort unter dem Pseudonym Venus 38 mit einer ganz anderen Identität bin ich da reingegangen und habe ein paar Aufrisse auch gemacht und habe mir das halt so angeschaut, was da abgeht. Ah, dort darf man auch lügen. Ah, du meinst, der Erwin macht sich auch um 10 Jahre jünger und um 15 Kilo leicht. Aha. Ich soll mir vorstellen, ich werde der Erwin und möchte eine anpacken. Ja, ich bin sehr froh, dass wir das Kabarett Schmiedinger nach Allerheiligen bekommen haben. Es ist die Premiere in der Steiermark. Und wie gesagt, wir machen das in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Allerheiligen. Und ich bin auch sehr froh, dass sehr, sehr viele Leute hierher gekommen sind. Auch aus Niederösterreich, aus Oberösterreich und aus Kärnten. Und ich muss sagen, es ist wieder ein gelungener Abend. Die haben doch am 1. Mai provokativ die rote Fahne beim Fenster ausgehängt. Wir haben dann zu Weihnachten in der Gemeinschaftsküche das Altkärner Kripele aufgestellt. In der Mitte das liebe Jörgelkind. Daneben seine beiden Koalitionspartner. Ochs und Esel. Vier Fingerföhn. Im Anfang war das Wort und am Schluss dieses Kabarettabends in der Kulturhalle Allerheiligen nicht enden wollender Applaus für Dolores Schmiedinger.